Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Dienstag, den 16. August. Das ist der Gedenktag des heiligen Königs Stefan von Ungarn. Istvan heißt er auf Ungarisch. Und die ungarischen Nationalfarben sind auch präsent: Rot, Weiß, Grün. Ungarn sind sehr stolz auf ihr Land, auf ihre Farben und auf ihre Traditionen, auch ganz mit Recht. Der heilige König Stefan ist der Sohn des nicht ganz so heiligen Arpadenfürsten Geza, der das bezeichnende Wort gesagt hat: Ich bin reich genug, um den Göttern zu opfern und den christlichen Gott zu verehren. Und da hat man vielleicht in seiner Weise die Dinge zu sehen und sich als den Herrn seiner Güter zu betrachten, hat man vielleicht auch die Definition des Reichtums im Sinne Christi. Heute sagt er beunruhigende Dinge darüber. Ich springe jetzt gleich mit dem Evangelium in Matthäus 19 in diese Lücke. Damals sagte Jesus zu seinen Jüngern: Amen, ich sage euch, ein Reicher wird schwer in das Himmelreich kommen. Nochmals sage ich euch, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Als die Jünger das hörten, gerieten sie ganz außer sich vor Schrecken und sagten: Wer kann da noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Da antwortete Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen: Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben erben. Viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste. Ja, Reichtum ist nicht einfach der Besitz von Gütern, die einen dann mehr haben lassen als andere oder mehr haben lassen als der Durchschnitt oder in den ersten 1 oder 5 oder was nicht Prozent eines Bevölkerungswohlstands sein und so weiter. Das ist alles zu abstrakt und trifft das Herz nicht. Wenn es nur darum ginge, warum sollten dann die Jünger bis ins Mark erschrocken sein von diesem Wort des Herrn, das sie doch gar nicht betrifft? Denn Petrus sagt ja gleich danach: Wir haben alles verlassen, was kriegen wir dann dafür? Also offensichtlich ist Reichtum doch noch etwas anderes. Natürlich geht es mit Gütern und Geld und Macht einher, aber man kann auch ein Reicher sein, wenn man nicht viel hat. Ich glaube, der Kern des von Jesus kritisch angeguckten Reichtums ist die Vorstellung, dass man absolut der Herr der eigenen Güter sei und damit machen könne, was man wolle und nicht die Erkenntnis hat, dass sie einem anvertraut worden sind. Und das geht auf verschiedenen Stufen des Wohlstands. Das, was die Jünger dafür bekommen werden, dass sie Jesus nachgefolgt sind und materielle Sicherheiten aufgegeben haben und beruflichen Erfolg, das ist das hohe Amt über die Stämme Israels zu richten. Da gilt es jetzt auch nicht, den eigenen Vorteil zu verfolgen, sondern da gilt es, Gerechtigkeit zu üben. Und das Zweite, sie kriegen schon auf Erden das Hundertfache von dem Verlassenen, wenn auch unter Verfolgungen, heißt es in einer Parallelstelle. Und das ewige Leben vor allem, das kriegen sie dazu. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus. Und wenn Jesus unser Schatz ist, schon hier, dann ist er es dann auch dort und für immer. Viele Erste aber werden dann Letzte sein und Letzte Erste. Ein warnendes Wort am Schluss: Wäre die Kirche und die, die sie leiten, doch sicher jetzt immer Letzte, ob wir das sind. Politisieren will ich nicht, das habe ich mir verboten, oder ich will es schon, aber ich darf nicht. Stefan mit der Stephanskrone, die ihm Papst Silvester im Jahr 1000 zu seiner Krönung übersandt hat und die heute noch das Symbol der Einheit des christlichen Ungarn ist, war ein christlicher Herrscher. Zum Beispiel hat er die Sklaven befreit, er hat Menschen in die Freiheit gesetzt, zur Freiheit verholfen in Ungarn. Das Abendland baut man
eher dadurch auf, dass man nach dem Beispiel des Herrn Unrecht leidet, als dass man es anderen zufügt, und eher dadurch, dass man Leiden auf sich nimmt, als sie anderen zuzufügen. Genug politisiert. Gott segne und behüte Sie alle.